Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute mit einem Gast, dem Advice-Monster. Ungefragte Ratschläge sind der Beziehungskiller Nummer 1 und Michael und Christian finden raus, was sie als Chefs besser machen können. Hallo Christian. Hallo Michael. Du, ich mache mal schnell einen Recap, weil wir sind jetzt hier irgendwie in der dritten, vierten Episode zum Thema Leadership is my ability to influence. Wäre das okay? Ja, das solltest du allerdings auch nochmal so im Großen und Ganzen einfach darstellen, weil ja. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen viel und ich denke, die Leute fühlen sich jetzt da so ein bisschen reingelassen. Verschaffen wir nochmal einen Überblick. Also wir waren hier beim Thema, was ist eigentlich Führung? Ja, und wir hatten ja Führung für uns so schön definiert als Führung ist meine Fähigkeit zu beeinflussen. Leadership. Das sollte ich vielleicht nochmal auf Englisch auch sagen, weil das... Ich weiß genau, was du gerade machst. Leadership is my ability to, ich falle jetzt nicht mehr drauf ein. Leadership is my ability to influence. Und dann war dann die Frage, wie beeinflusse ich denn? Und da gibt's ja das Gute und das Schlechte, ne? Darth Vader und Luke Skywalker. Wir wollen das natürlich nur im Guten machen. Sprich also zielorientiert für die Firma und die Gemeinschaft in der Firma, dass wir da zusammen unser großen Plan Wirklichkeit werden lassen. Und dann ist dann die Frage, okay, also wenn diese Beeinflussung im Positiven passiert, wie mache ich denn das? Ja, und wir sprechen da ja von Ausstrahlung, also was ich Ausstrahlung als Führungskraft, ist meine Kommunikation, ist wie ich beeinflusse. Da haben wir dann die große Challenge, dass jeder Mensch jeden Tag 2 Milliarden Informationsbits abkriegt, aber am Ende dann nur irgendwie eine Handvoll Ergebnisse übrig bleiben, nämlich 7 plus minus 2. Und da will ich natürlich als Führungskraft, als Chef in der Ergebnismenge drin sein. Um uns dabei zu helfen, da unsere Chancen zu erhöhen, von 0,00001% auf irgendwas, was sich schon im zweistelligen Prozentzahl anfühlt, haben wir den Eisberg eingeführt, den Kommunikationseisberg. Mhm. Und der, wie jeder gute Eisberg, hat halt nur eine kleine Spitze über dem Wasser. Das ist das, was ich kommuniziere, der Inhalt. Und 95% sind unterm Wasser. Das ist nämlich das, wie ich kommuniziere und den Rapport, den ich mit dem anderen Menschen habe. Ja, und der Rapport macht tatsächlich 70% aus, also 70% von erfolgreicher Kommunikation und Führung hängt ab von der Beziehung, die ich mit dem anderen Menschen hab, also wie unsere Chemie stimmt, und 25% von wie. So, und dann sind wir dann durchgegangen in den letzten Episoden, kann ich ja nochmal reinhören zur Wiederholung, ist ja gut, wie man Rapport aufbaut, durch Lächeln, durch Händeschütteln, mit Augenkontakt, mit Gesten, mit Körpersprache, mit Matching und Mirroring, mit dem Aussprechen der Namen und das alles unter Berücksichtigung der verschiedenen Sinnespräferenzen über die Kanäle visuell, auditorisch, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch, kurz BAKOK. Mhm. Dann sind wir in die 25% eingestiegen, das Wie, und haben da auch wieder über Sinnespräferenzen gesprochen und wie es nützlich ist, in Gruppen, die der Reihe nach durchzugehen, in der Reihenfolge KVA, kinästhetisch, visuell, auditorisch. Das geht auch in E-Mails und auch in Videokonferenzen, anderen Systemen. Dann haben wir darüber gesprochen, die Sachen 3-mal zu wiederholen, um zu überzeugen, und 6-mal zu wiederholen, zum Erinnern. Das haben wir, glaube ich, auch ausreichend wiederholt. Also 3-mal zum Überzeugen, 6-mal zum Erinnern. Chief Repeating Officer ist immer eine der Rollen, die ich als Führungskraft habe. Wenn ich mich irgendwann so anfühle, als würde ich alles 1000-mal sagen, dann bin ich genau da, wo ich sein sollte als Chef. Und dann haben wir noch gesprochen von positiver Sprache und wie es hilfreich ist, das hässliche Wort aber aus dem Vokabular zu streichen und durch und zu ersetzen. Das zumindest auf dem fortgeschrittenen Level und auf dem Master-Level einfach vielleicht auch mal den Punkt zu setzen und gar kein Aber und gar kein und überhaupt gar keinen zweiten Teil im Satz zu bauen. Ja, und da, glaube ich, sind wir so in etwa jetzt angekommen. Und an der Ecke solltest du jetzt vielleicht noch mal was über Ratschläge sagen. Also es wäre, glaube ich, also meiner Meinung nach ganz gut, wenn du noch mal was über ungefragte Ratschläge und das Advice-Monster erzählst jetzt hier. Sollte ich das? Ja, denke ich schon. Okay, ja, ihr merkt ja, Christian triggert mich gerade wieder schön an und gibt mir jetzt Ratschläge. Und das ist nämlich das nächste. Ich auch nerv, glaube ich. Du solltest das mal machen. Oh, das geht mir schon runter wie, ich weiß gar nicht, ja, wie irgendwas sehr Kratziges. Also wir hatten ja Mann ersetzt durch Ich und jetzt sind wir beim Du.
angekommen gerade. Ja, und das Advice Monster, das ist die Du-Form. Das ist, wenn ich anderen sage, was sie machen sollten. Tja, und wie gut funktioniert das? Mal aus meiner Erfahrung heraus solltest du das machen. Ja, wie würde sich das denn anhören, wenn ich das jetzt von dir höre? Wie bitte? Genau. Was ist denn das Advice Monster? Na, das Advice Monster ist dieser Reflex, wenn mir jemand anders mein Gegenüber oder du mir eine Geschichte erzählst und ich weiß ja, ich kenne ja die Lösung. Ich weiß ja genau, was du machen kannst, dass es dir danach besser geht, weil ich habe alle Ratschläge Literatur gelesen, ich kenne alle Ratgeber und ja, außerdem habe ich es halt einfach drauf. Ich habe Politiker, die es einfach drauf haben, wo die Virologen dann sagen, warum hast du es drauf? Ich habe es einfach so drauf. Darf ich mal kurz? Ich muss mal aufschreien. Bullshit! Genau. So, und dieses Advice-Monster, das springt hinter jeder Ecke hervor, wenn ich höre, dass jemand ein Thema hat, eine Herausforderung, ein Problem und will sofort sagen, kenne ich, mach mal das, probier mal das aus, habe ich schon gelesen, lies mal das Buch hier oder denk mal darüber nach. Und das ist natürlich ein Rapport-Killer erster Güte. Mein Gegenüber ist dann relativ schnell ziemlich still, so wie du das jetzt auch bist, wenn du einmal Bullshit gerufen hast. Ja, die Sprache wirkt. Ne? Ich bin immer noch baff von all den Ratschlägen, die du mir eben gegeben hast. Ja, und damit ist dann das Gespräch auch beendet. Der andere ist baff, will auch gar nicht mehr hören. Ja. Und ich fühle mich tatsächlich gut, weil ich dir einfach so tolle Ratschläge geben konnte. Ja, das ist echt toll, ja. Die werde ich auch alle umsetzen. Sofort. Das ist das, glaube ich, auch. Das tust du sofort. Wie kann ich das denn besser machen? Oder was funktioniert? Ich meine, jetzt mal Spaß beiseite. Ja, also wir hören ja hier raus und ich merke es tatsächlich an meiner Reaktion, wenn du mir hier im Call sagst, du solltest mal so und so machen. Und ich wusste natürlich, dass du mir das so sagen würdest. Wir hatten es ja vorher besprochen. Und trotzdem habe ich dann eine Reaktion. Ja, also ich spüre das dann echt einen Teufel werde ich tun. Wie kann ich das denn jetzt besser machen, wenn ich also als Führungskraft kommuniziere oder als jemand, der in seinem Leben viel erreichen möchte einfach. Ja? Ich bin ja immer die Führungskraft in meinem eigenen Leben. Wie kann ich das dann anders machen? Wenn ich anderen würde. Erstmal ein Glas Wasser trinken, gut durchatmen. Ja. Und dann weitermachen. Das mache ich. Und schon wieder ein Ratschlag. Das fällt, herrlich. Es fällt so leicht, da weiterzumachen. Den nehme ich jetzt an und trinke deutsches, kaltes, klares Wasser. Was hilft dir denn, wenn du ein Problem hast? Also du hast irgendeine Stelle, da weißt du nicht weiter. Was hilft dir, welche Reaktion deines Gegenübers hilft dir denn, um da tatsächlich wieder rauszukommen? Also ganz ehrlich, manchmal einfach nur mit jemandem drüber zu sprechen. Oft hilft mir mein eigener Monolog, dem jemand anders zuhört, wo ich dann am Ende denke, okay, ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Und im Gespräch mit jemand anderem ist es dann aber für mich, bin ich in einem anderen Mindset, ne? Also wenn ich das jemandem erzähle, wird es mir oft klarer, was eigentlich mein Problem oder vielleicht auch schon meine Lösung ist. Ja, und das andere, was ich auch gerne habe, das kommt aber drauf an und das habe ich dann, wenn ich danach frage, ist halt wirklich, wenn ich jemanden um Erfahrung frage, ne? Also hast du schon mal irgendwie vergleichbare Situationen erlebt und was hast du da gemacht? Das ist dann für mich hilfreich zu hören, wie sind andere mit einem ähnlichen Thema umgegangen. Manchmal frage ich vielleicht auch mal um Rat. Ja, hast du mal einen guten Rat für mich? Dann merke ich aber auch selbst dann, wenn dann jemand den gewünschten Rat gibt. Also wenn das nicht der Rat ist, den ich hören wollte, dann kommt es halt auch nicht so gut bei mir an. Komisch. Ja. Und du? Was habe ich denn jetzt gerade anders gemacht? Du hast mir eine Frage gestellt. Ich habe dir eine Frage gestellt und habe dann erstmal zugehört. Genau. Und ich habe direkt schön auf drei Optionen aufgelistet. Ja. Und habe dabei erkannt, was meine Präferierte ist. Ja. Und die Stimmung ist gleich eine ganz andere. Ja. Ja, dann bin ich halt damit beschäftigt, eine Lösung zu erarbeiten. Statt mir zu überlegen, warum mir dein Advice aus deinem Advice-Monster jetzt nicht gefallen möchte. Also. Ja. Man kann an der Stelle einfach mal eine Frage stellen. Ja. Ja, genau.
Dann sind wir schon wieder im Advice-Monster. Aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Was habe ich noch für Möglichkeiten, um dir zu helfen, ein Problem anzugehen? Ja, ich brauche gerade keine Hilfe. Oh Mann, komm. Tu doch wenigstens so. Meinst ich. Also, Fragen stellen und zuhören. Ja, genau. Ask questions and listen. Ja. Kennst du Colombo? Inspektor Colombo? Also ich habe gedacht, die Hauptstadt von Sri Lanka. Ja, die auch. Die ist schön. Inspektor Colombo, gibt's so eine Fernsehserie aus den 80ern, glaube ich. Ne? Da läuft der schrullige Pieper. Mit dem großen Anzug. Genau, der hat immer so viel zu große Trenchcoats, so vergammelte an und läuft da rum. Und was macht der die ganze Zeit? Der stellt Leuten Fragen. Ne? Der läuft da rum. Eine ganze Episode lang stellt der Fragen. Wahrscheinlich hat er den Mörder schon nach 5 Minuten identifiziert. Und der läuft dann trotzdem noch eine ganze Weile rum, weil klar, die Episode muss ja auch voll werden und stellt ein, ach, wie war das so, ach so, ach, und dann saß der Gärtner, saß dann da in der Hecke und der hat dann durchs Fenster beobachtet, ah ja, okay, aber was könnte der denn da beobachtet haben? Und stellt sich da eine Frage nach der anderen auf seine schrullige Art und Weise durch und hört sich das alles an. Und ganz am Ende, in den letzten 2 Minuten, da löst er dann den Fall. Hm. Das ist so ein schönes Bild, ne? Ja, der hat ja auch noch eine andere coole Technik, das ist die, er beendet im Prinzip das Gespräch, fängt an, aus dem Raum rauszugehen und dreht sich dann in der Tür nochmal um und sagt, da fällt mir noch was ein. Genau. Das ist die Frage. Die anderen schon, sind sich schon sicher, dass jetzt das vorbei ist, weil die Anspannung fällt ab. Genau. Offener. Genau. Das ist die Colombo-Methode. Ja. Hm. So kann ich auch führen. Fragen und zuhören. Da gibt es noch einen tollen Spruch im Englischen. God gave me 2 ears and 1 mouth. Mhm. And I should use them proportionately. Ja. Ich habe 2 Ohren, 1 Mund. Und genau in der Proportion sollte ich sie nutzen. Ja. Also einfach mal fragen und zuhören. Ja. Wie kann ich denn noch ein besserer Zuhörer werden? Also ich würde dann wieder die Hand ans Kind tun, um mich in den Zustand reinzumanagen, dass ich dir jetzt gut zuhöre. Also ich kenne das ja von mir tatsächlich, wenn mir jemand was erzählt, dass ich dann schon direkt überlege, was kann ich denn antworten? Da kenne ich auch eine Geschichte dazu. So, das ist so der kleine Bruder des Advice-Monsters. So einfach nur zuzuhören, um zu warten, bis der andere endlich fertig ist, mir seinen Schmarrn reinzudrücken und dann kann ich wieder meine Geschichte erzählen. Genau. Am I listening to respond or listening to understand? Ja. Und das ist echt, das kann knifflig sein am Anfang, da mal genau hinzuhören. Und es lohnt sich tatsächlich. Ja. Was noch? Und manchmal passiert dann tatsächlich auch so eine Stille. Ich stelle dir eine Frage oder meinem Gegenüber und dann ist meine Zeit lang gar nichts. Und ich bin ja in den Coachings auch oft so, dass ich dann denke so, ich muss jetzt was sagen. Ich will jetzt was sagen, damit hier die Luft wieder ins Schwingen gerät. Ja. Und meistens, wenn die Frage gut war und mein Gegenüber schweigt, dann kommt was Gutes. Das heißt, das sind also eigentlich 3 Elemente, ne? Ask questions, listen and be silent. Ja, einfach die Zeit auch zum Nachdenken zu geben. Ja, das habe ich oft in Trainings, ne? Also wenn ich größere Gruppen habe, das musste ich wirklich für mich lernen, dass ich diese 2, 3, 4 Sekunden Stille zulasse, wenn ich eine Frage gestellt habe in den Raum, um zu warten, dass da vielleicht doch noch jemand antwortet, der sich einfach gerade gut überlegt, was er sagen will. Und wo ich dann schon manchmal denke, oh, jetzt sagt keiner was, dann sollte ich vielleicht weitermachen. Dann zähle ich so still bis 3. Und ich sage es auch manchmal den Leuten dann so, das ist jetzt der Augenblick, wo ich mal kurz still bin und einfach abwarte. Und es meldet sich immer noch jemand. Also das ist echt krass, so 3, 4, 5 Sekunden. Da kommen auch oft die Sachen raus, die dann total wertvoll sind und nochmal ein mega Beitrag zu einem Zeitpunkt, wo ich, wenn ich meinem Instinkt gefolgt hätte, eigentlich schon beim nächsten Thema wäre. Und es fühlt sich ewig an. Ja, genau. Alle Augen gucken auf mich. Es gibt ja den schönen Trick mit dem Happy Birthday. Das sind genau 15 Sekunden, wenn ich das in meinem Kopf still singe. Ah ja.
einmal durch. Und 15 Sekunden ist eine Stille, die ich schon manchmal einsetze. Cool, das werden wir merken. Happy Birthday im Kopf singen. Fertig. Und nicht dem anderen erzählen. Okay, und das war jetzt eine Menge Stille. Ich muss jetzt die Energie mal wieder hochziehen. Ich pumpe hier gerade. Und das funktioniert. Stille funktioniert auch super hammerhart im Telefonat. Ja. Cool. Verhandlungen über das Telefonat. Ja. Einfach mal Klappe halten. Mhm. So, Recap. Was haben wir heute so mitgenommen? Was haben wir mitgenommen? Also, was haben wir weggelassen, das Advice-Monster. Wir haben so Advice-Monster gesprochen. Wir haben Advice-Monster nach Hause geschickt. Ja. Wir haben den kleinen Bruder des Advice-Monsters, nämlich den, ich höre dir nur zu, weil ich selber drüber nachdenke, was ich gleich erzählen will. Ja. Monster. Ja. Fragen stellen. Genau. Einfach mal zuhören. Und die Stille nutzen. Gut, die nutze ich jetzt. Tschüss. Tschüss. Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.